Und mal wieder direkt hier am Alex. Ja. Hier ist erstmal Sendepause. Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was geht hier schon wieder ab? Ich dachte immer, so ein kleiner Alexanderplatz-Update wäre nicht schlecht. Guck mal bitte, wie voll hier alles ist. Geht mal bitte auf meinen TikTok und schaut euch an, wie voll es ist im neuen Video. Ich habe hier übrigens noch einen geilen neuen Pastaladen entdeckt. Das kommt auch mit dem zweiten Video. Ja. Dann schau mal bitte, wie busy hier alles ist. Was geht ab? Hier ist Full House. Alles voll. Wieder mal am Alex. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Wir gehen mal ganz kurz hoch. Und das, was sie wollen, ist der Alexanderplatz. Am neuen Update. Hi. Ich filme mich selbst. Die ganzen notgeilen, kamerageilen Weiber. Alle wollen mit dabei sein. Jeder Mensch will gehört werden. Merkt euch das. Schau mal hier. Alex ist voll. Ihr wisst Bescheid. Berlin. Alexanderplatz, Baby. Ja, ich bin wieder in Berlin, wie ihr mitbekommen habt. Und ja, Hamburg war cool. Heute ist Samstag, ein Samstagabend in Berlin. Heute ist der 11. November 2023. Wir haben es um 18.30 Uhr. Alle Läden sind noch offen. Perfektes Timing. Und ich zeige euch so ein bisschen herum wieder, was hier so läuft. Vor allem kurz davor. Besser gesagt, kurz vor Weihnachten. Ach, guck mal hier, haben die Buden wieder aufgebaut. Weil, was geht, Jungs, alles gut? No homo. Auf jeden Fall haben die Buden schon langsam aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt rückt näher. Ihr seht hier, das ist der Budenstand hier. Hier die paar Buden sind schon aufgebaut. Weihnachtsmarkt sieht bald vielversprechend aus. Und let's go. Aber so draußen ist jetzt nicht so krass. Nur in der U-Bahn hat man jetzt gesehen, vor viele Leute kommen raus. Draußen geht so. Ihr seht hier die Buden. Die werden langsam aufgestellt. Ganz wichtig, check mich auch auf TikTok. Da poste ich regelmäßig auch immer 1 bis 2 Videos am Tag. Alexanderplatz. Gehen wir mal ganz kurz zur Haltestelle an der Straßenbahn. Ja. Gucken wir, wie voll das eigentlich vom Vibe her ist. Heute Samstag. Vielleicht checken wir mal ganz kurz die Warschauer Straße ab. Mal schauen. Ich habe da jetzt nicht so Bock drauf im Regen. Aber ja gut. Saturn auch rum. Ihr seht, der Platz wird jetzt abgesperrt. Jetzt kommt der Weihnachtsmarkt. Berlin Alex. Wir gehen da auch nochmal gleich vorbei. Ich würde euch nur mal ganz kurz die Station hier zeigen. Die Tram. Der Typ kramt einfach im Müll herum. Was für ein Scheiß. Flaschen gesucht. Flaschenvibes in Berlin, Alter. Der Typ. Oh, shit. Das war ja Hardcore-Karma, Bro. Bro, hast du jetzt den ganzen Müll gefegt, damit du das hier rausnimmst? Nein. Du? Nein, nein. Ja, er sagt ja. Geiler Typ, Alter. Der holt einfach den ganzen Müll raus, um seine Flaschen zu suchen. Was geht hier ab? Berlin Alexanderplatz. Die ganzen Karim-Vibes hier. Normal. Allmann-Vibes. Bruder. Der hat alles rausgekramt, um seine Flaschen zu kriegen. Was für ein Typ. Das zeichnet halt Berlin aus. Die Flaschensammler. Ja. Ja, ich hoffe, bei euch alles cool. Schönen Abend jedem. Ihr seht, Hochbetrieb bei uns hier. In Berlin, Alexanderplatz. Da hinten Tanzmädels oder was geht da ab gerade? Was läuft da eigentlich? Mädels, die hier Spaß haben. Sah so aus, als ob sie auch TikTok machen und was filmen. Ja, Straßen aber voll, wirklich. Ja, geht schon. Da irgendwie noch so komische. Was ist das hier? Krankenwagen. Also hier läuft immer High Life, wie immer. Gehen wir mal ganz kurz in Richtung Freimann da. Checkmate hat die Lager. So. Ihr seht den Vergleich, ne? Also zu Hamburg.
Berlin ist auf jeden Fall voller. Viel voller als Hamburg. Und das irgendwie auch an jeder Ecke. So am Zoo vorhin, wo ich vorbeigefahren bin, war es genauso. Sehr, sehr voll. So, so viel zum Update des Tages, Alexanderplatz. Yep, yep. Könnte mal Primark kurz rein, aber ich glaube, das wird uns zu viel. Also, der Wandersmarkt jetzt hier steht hier. Also die ganzen Sachen sind jetzt hier, aber der Weihnachtsmarkt steht hier im Prinzip. Guck mal, so gut wie sicher. Praktisch steht alles. Das muss nur noch eröffnet werden, aufgebaut werden. Und ihr seht hier, volles Haus. Im Winter ist auch sehr entspannt hier, sehr viele Leute gehen einkaufen, bla bla. Der Weihnachtsmarkt kommt näher, rückt näher. Ich bin mal gespannt, ich frage mal ganz kurz die fliegenden Verkäufer, was sie davon halten. Und wann das Ding wirklich auf hat, wann das Ding eröffnet. Fragen wir mal gleich die Mitarbeiter hier. Wenn ich jetzt einen finde, Alter. Straßenmusik auch mit am Start. Ich glaube, da einer ist an der Ecke. Gehen wir ganz kurz hin. Gehen wir mal in die Ecke da, an die Seite. Und Live-Musik, wie immer. Update! Update in Berlin-Alexanderplatz. So, den Kollegen fragen wir jetzt, weil der kennt sich auch immer aus. Hier passieren diverse Dinge. Guck mal, der Typ auf dem Fahrrad sammelt Flaschen. Flaschen auf dem Fahrrad, stark. Der hat wahrscheinlich keine Wahl. Wir machen uns auch nicht lustig über ihn. Weihnachtsmarkt, jetzt setze ich mal gleich wieder meine Ausländersprache ein. Hi, wie geht's, Bruder? Wo ist der andere Bruder? Wann machen die auf hier? Was sagen Sie? 24. Im November? Ja. Ah, okay. Dankeschön, ja. Also nächste Woche, so. Übernächste Woche, 24, 25 November machen die auf und dann einen Monat lang. Oder eineinhalb Monate lang. Bis zum Januar, glaube ich sogar. Bis zum 24, 25 Januar. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall bis Mitte Januar haben die Dinger dann offen. Ja. Also ich habe die Erfahrung damit gemacht. Oh, ist geil. Der Straßenkünstler zieht trotzdem durch. Starker Typ. Still Baskin, Alter. Still Baskin. Ich werde euch nochmal ein Update vom Zoo bringen später. Aber jetzt erstmal ist okay. Ja. Bro, you still Baskin on the weather. Strong, 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 man. Geiler Typ. Der ist immer hier. Der ist immer richtig am Start. Nice. You're always here, guys. You're always. At the Warschauer Straße and Warschauer, no, it's no? The first time here, no, second time here. Warschauer Straße, never. You never played there? No. But I see you there somewhere. No, maybe somebody has, you know, all guitar players, beard and long hair. Okay. No, but great, man. Thank you very much. Thanks. See you. Bye bye. Kollege, live Musik, Gitarre. Super freundlich auch. Leute in Berlin. Der zieht auch sein Ding durch. Ne? Er sagt, ich muss Rente, Miete zahlen. Heftiger Typ so. Schon vor, du musst jeden Tag raus in die Kälte und dann so Musik machen, um deine Miete zu bezahlen. Fuck, Bro. What the fuck? Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Gut, aber er lebt ja noch wenigstens freier. Der Rest muss irgendwie früh morgens arbeiten gehen. Der Rest ist ja mehr Sklave, ne? Auf jeden Fall, was geht hier am Bahnhof? Lass dich mal auch auf mich wirken so ein bisschen wieder. Ja, Berlin angekommen. Hier ist schon wieder eine andere Welt. Heute noch ein Fußballspiel. Hertha, oder was? Ja, doch. Mädels auf dem Boden. Was geht ab? Im Hintergrund auch sehr voll. Was geht ab? Ja, ja. Gehen wir mal wieder runter in die U-Bahn. Die U-Bahn wäre interessant dafür auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Quickie. Immer so ein kleiner Quickie zwischendurch, ist nicht schlecht auf YouTube. Wenn ich euch zeige, was gerade so in Berlin passiert. Leute auf Englisch, keiner spricht Deutsch. Ja, die Station ist nicht so voll. Aber es geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall klar. Auf jeden Fall voller als Hamburg.
Ja, 100%. Ich werde gerade ausgelacht hier. Wir gehen wieder rein. Wir gehen wieder rein. What is so funny? Ja. Die Mädels sind ein bisschen crazy, Alter. Ja. Auf jeden Fall dazugezogen. Neue Leute. Die Touristen sind immer ängstlich, so die Almans. Auf jeden Fall nicht alle. Also ob Touristen Karens oder deutsche Karens, sind alle so ein bisschen ängstlich. Ist verständlich, so ein Typ wie ich kommt ihnen dann so entgegen. Klar schrecken sie sich, denken, was geht bei dem? Das passt schon sich so. Ja. Also es ist nicht so, dass jeder, der Tourist ist, offen ist. Sehr viele auch konservativ, woher auch immer sie kommen. Sehr viele sind ruhig. Wenn man die anquatscht, sind sehr viele ruhig. Also die erschrecken sich vom Aussehen auch, weil die denken sich, oh, Schwarzare, fuck. Aber so ist das. Flaschen nochmal, noch mehr Flaschen. Berlin halt, ne? Burger King ist full. Ja, und so ist das Leben hier in Berlin. Man lebt und leidet. Das Elend. Wir gehen mal ganz kurz runter, wo wir angefangen haben. Dann zeige ich euch so ein bisschen ein paar volle Züge. Und der alte Mann, der auch Flaschen sammelt. Der alte Typ, Alter. Wirklich der arme Mann, Alter. Ich laufe leider immer bargeldlos herum. Der hier auch sammelt. Aber alles gut. Es ist schwierig, dem was zu geben, wenn ich mit Karte unterwegs bin. Gehen wir mal in die U8 Richtung. Weil U8 ist immer sehr voll. Nach Hui. Schauen wir mal. Ja, Digga, schaut euch das an. What the fuck? Ihr seht, ne? U8 ist crazy. Immer. Mehr Leute in der U-Bahn als oben. Ja. Vielleicht nochmal die andere Seite kurz checken, damit ihr auch den Vergleich seht. Das ist auf der anderen Seite genauso. U8. Da haben wir angefangen vorhin. In die Ferne. Touristen, die Fahrradreise kaufen. Und hier im Prinzip genau dasselbe Spiel. Seht ihr das? Was geht hier ab? Damn, Bro. Also jedes Bahnsteig ist voll. Auf jedem Bahnsteig. Immer so. Hat sogar auch nichts mit Samstag zu tun. Wirklich. Es ist auch in der Woche so. Vertraut mir das. Genau der hier. Naja. Ich weiß, ich bringe öfter mal am Alex was. Aber es ist einfach interessant für Leute, die es vorher noch nicht gesehen haben. Schaut euch das an. Gehen wir mal ganz gut auf die andere Seite. Leute, Englisch. Du wirst wahrscheinlich auch mit erleben, wie die Leute gleich aussteigen oder einsteigen. Boah, wir gehen mal ein bisschen weiter raus, von da aus. Aber hier so, von der Position aus, reicht das schon. Schau mal bitte, was gleich passiert. Was geht ab? Gehen wir am besten von hier aus. Boah, guck dich das an. Ey, Japan war gestern, ohne Scheiß. Guck dich bitte das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebener Reihe, Alter. Guck mal, da kommt keiner mehr rein, das war's, zurückbleiben.
Geiler Typ mit dem Stuhl. Stark. Der Typ mit dem Stuhl, Digga. Stark. Guck mal, man muss noch drücken, damit die Leute reingehen. Weil immer mehr Leute rein wollen. Seht ihr es? Zack. Berlin ist... Das war's. Jetzt schauen wir uns gleich mal die andere Seite an. Heftig. Der fährt gar nicht mehr weg. In Berlin ist es so, die Leute denken, ach, es kommt keiner mehr. Ja. Oder der andere könnte genauso voll sein. Also scheiß drauf, ich will hier rein. Also wir haben hier richtig große Egos in Berlin. Guck mal hier, Hunde, Leute, die sitzen, irgendwas machen. Familien. Alleinstehende. Gut, die nächsten 5 Minuten, da, so lange warten wir nicht. Obdachlose, an der Ecke mit Rollstuhl. Ja, Bro, was geht ab? Was geht mal ganz schön? Ja, der Zuschauer entdeckt, ja, das geht bei mir. Mach einen schönen Abend, ja, pass auf, mach deine Schule. Ja. Internet ist nicht die Wahrheit. Ja. Mach's gut, ciao. Ja, da dann die Jugendliche, der ein Foto haben wollte, die mitbekommen hat. Ich glaube, Hertha spielt heute. Schaut's bitte an, was hier abgeht. Schau mal, Hochbetrieb, was geht hier ab? Heftig. Heftig. Der Zug ist gerade erst weg. Schau mal wieder. Was ist hier los? Fuck, Bro. Gut, das war's. Wir sind durch. Sehr gesellig, ne? Die Leute sind hier sehr, sehr sozial. Also Berlin ist wirklich eins. Hi, grüß dich. Gerade ein Typ, der Hallo gesagt hat, Bio-Allmann. Sehr freundlich. Gibt auch nette Leute. Ja, das war's. Und an der Stelle, wo wir angefangen haben, an der Stelle beenden wir auch das Video. Ihr seht, wie aufregend und wie spaßig das ist, in Berlin manchmal unterwegs zu sein. Weil hier ist immer was los. Ne? Also du bist hier nie alleine. Ich kenne es ja selber, wenn man dringend mal irgendwo pinkeln muss und die Läden dich nicht reinlassen wollen. Oder Hotels dich nicht auf private Toiletten reinlassen wollen. Und überlegst du dir, ey, wo gibt es hier den nächsten Busch? Und dann gehst du dahin, wo es angeblich leer ist und plötzlich kommen da sehr viele Leute raus. Also in Berlin bist du nie wirklich alleine. Also tausende Leute hier an jeder Ecke. Du kannst hier nicht in Roma pinkeln gehen, gar nichts. Und ja, ich bin durch, das war's. Six All in the Mix, danke fürs Zugucken. Das war's mit dem Video. Ich bin wieder in Berlin und ich hoffe, euch geht's gut. Es hat euch Spaß gemacht. Ja? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Grüße aus Berlin, Alexanderplatz. Ich könnte jetzt stundenlang hier rumlaufen und die Leute angucken. Und ich wüsste, es wäre spannend. Das weiß ich. Das würde ich dir auch gucken. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace.